Ja, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, wir sind jetzt hier ganz im speziellen Ort. Wir sind hier an der Schifflände am Obersee. Wir werden aber nicht von der Schiffräder oder von der Pedalo, sondern wir haben hier ein ganz spezielles Auto. Und zwar sehen wir hier einen Subaru und neben dem Subaru steht mir der Patrick Platz, unser Aroser. Patrick, erzähl. Dominik, Entschuldigung, der Dominik Platz. Ah, jetzt habe ich es lange geübt und gleich vergessen. Dominik, erzähl du mir mal ein bisschen von dem Auto, aber am besten noch, was du mit dem Auto machst. Jawohl, also es ist ein Subaru Impreza aus dem Jahrgang 99. Den haben wir jetzt umgebaut in den letzten paar Jahren eigentlich zu einem Slalom- und Bergrennauto. In Österreich, im Vorarlberg, fahren wir beim RRCV. Weil ja, Schweizer ist noch ein bisschen mühsam, die Schweizer Meisterschaft. Und wir haben jetzt mittlerweile, wie man sieht, schon grosse Unterstützung gekriegt von Arosa. Wir sind Arosa, hier ist gerade der Bikeshop von meinem Bruder, der auch der Namensgeber ist von uns, vom Arosa Bike. Und ja, es macht Spass. Wir haben heute noch eine Demofahrt machen auf der schönsten Bergstrecke der Welt. Das ist halt schon Hammer. Ja. Sehr schön gesagt. Jetzt, Arosa Klassiker, hat dich das inspiriert? Weil das ist ja jetzt schon das 13. Mal, wo das fährt, dass du sagst, mal, ich will jetzt auch Autorennen fahren. Das wäre natürlich super, oder? Ja, also wir waren vorher schon autofanatisch. Chur Arosa, wir sind aufgewachsen mit dem, die schönsten 365 Kurven. Jetzt zwei weniger. Ja, bei uns war es schon ein bisschen im Blut gewesen. Auch der Vater ist schon immer ein bisschen tief gefahren früher und sonst auch zügig mit dem Auto. Grosser Rallye-Fan gewesen. Also auch mit dem Subaru. Auch Formel 1 hat schon immer alles ein bisschen gekribbelt. Und dann eigentlich über einen Kollegen, der Rennen gefahren ist, ihn besuchen und dort bin ich reingekommen. Ich sage, ja, es wäre eigentlich noch cool, selber fahren. Probieren wir. Und so hat es angefangen. Ja. Ich stelle mir vor, man, so Rennen fahren, das ist ja nicht wirklich sehr einfach. Macht man da Kurs vorher oder übt man das ein bisschen allein? Oder wie macht man das, dass man wirklich auch so Rennen kann fahren? Ja, je nachdem. Also das eine ist halt schon ein bisschen das eigene Trainieren. Von der Strasse, Chur Arosa ist halt von dem her super, vor allem im Schnee. Man lernt das Auto kennen. Und es gibt Kurs, wo man kann, Sportfahrkurs, wo man lernt, mit dem Auto umzugehen alles. Oder auch Trennlizenzen. Die Kurs empfehlenswert, weil man kann einmal an die Grenze gehen vom Auto oder darüber hinaus, ohne dass etwas kaputt geht. Oder die andere Variante auf der neueren Seite ist der Rennsimulator, wo wir da hinten stehen haben. Rennsimulator hast du jetzt gerade angesprochen. Den gehen wir jetzt gerade mal schnell anschauen. Das wäre hier gerade ums Auto herum. Gehen wir da gerade zusammen über. Du hast hier einen Rennsimulator aufgestellt. Da, wenn ich hier reinschaue, sehe ich ja sogar dein Auto. Das ist richtig, ja. Also ich habe den Luxus von der Simhouse, dass sie mein Auto ins Game hineingenommen haben, in den Simulator. Mit meinem Design, mit meinen Einstellungen. Ich kann hier eigentlich trainieren, hauptsächlich im Winter, wenn wir keine Rennen haben. Und es ist kein Game wie PlayStation, sondern es ist ein Trainingsgerät. Genau, also wenn ich mir, verstehe ich das richtig, da hast du einfach die Strecken drin, wo du auch fahrst oder wo du fahren willst und trainierst wirklich. Wenn ich da mal reinschaue, da der Sitz, das sieht ja wirklich aus wie bei dir im Auto, da schütteln, zum macht und tut. Es wäre vielleicht noch gut, wenn mal jemand rein sitzt oder sitzt doch du gerade mal rein. Und dann können wir doch das gerade mal demonstrieren, wie das zu und her geht. Also jetzt sitzt er rein, stellt das wirklich ein. Man sieht, man sitzt da wirklich sehr, sehr nah an die Steuerrad. Und erzähl doch du gerade live, was du jetzt machst. Genau, also ich habe jetzt geschaut, dass ich schön am Lenkrad bin, dass ich an den Pedalen ankomme. Weil zu weit weg oder zu nah ist beim Rennenfahren nicht optimal. Man hat auch immer früher gesagt, wenn man im Sitz drinnen ist, sollte man eigentlich so auf dem Handgelenk, also da auf dem Handgelenk sein. Das ist dann immer wieder halt ein bisschen eine Einstellungssache. Und wie man jetzt sieht, ist gerade mein Subaru da aufgestartet. Und dann können wir mal eine Runde drehen. Ja, genau. Dort kommen wir mal zusammen. Einfach mal, wir können ja da dort mal parat machen. Und dann sehen wir mal, wie er vielleicht da ein, zwei Kurven macht. Also, es ist eindrücklich, wenn man da schaut, wenn ich da drin bin. Da hast du wirklich das Gefühl, da sitzt du wirklich im Auto. Jetzt lasse ich dich wieder reden. Genau, also es ist wirklich eins zu eins im Cockpit drin, die Sicht.
Plus halt auch alles vom Lenkrad her. Der Sitz, der schüttelt. Wenn man hier mal eine Kurve macht, man sieht, der Sitz bewegt sich alles auch. Auch von der Bremse, man muss reindrücken. Und ja, es ist wirklich kein Spielgerät mehr, es ist ein Trainingsgerät. Ja. Wenn wir jetzt mal ein bisschen Speed haben, auch mal ein bisschen Kurven machen, dann merkt man es halt auch, dass man da mal arbeiten muss. Wenn wir die Kurve da gerade verhunzt haben. Es kommt mir nur vom Zuschauen schon fast strömlich. Also das ist schon richtig. Das stellst du nicht so her, wo man mit einem 5 Libre jeder machen kann, sondern das ist dein Trainingsgerät. Also es ist, ich gehe trainieren mit dem, aber auch das Simhaus, den Simulator, kann man auch mieten. Für einen Anlass, das ist eine Geburtstagsfeier oder einen Firmenanlass. Oder für solche, die wirklich fanatisch sind, kann man den auch kaufen. Ja. Ganz eine gute Idee. Also wenn jemand das mal will mieten, irgendetwas lustig im Büro mal etwas erleben, kann man sich bei dir melden, ist das richtig? Man kann sich bei mir melden oder halt sonst direkt bei der Simhaus Schweiz. Wir sind auch auf Facebook oder Internet. Und wenn jemand sagt, ich würde es gerne mal testen, vielleicht so für eine halbe Stunde, Stunde, der Simulator steht eigentlich immer in Arbon in einem Computergeschäft. Okay, super. Danke vielmals. Ist wirklich sehr, sehr eindrücklich. Ich glaube, wenn einer mal das einmal bevor er mal in ein Auto steigen will, ist das wirklich vielleicht gar keine so schlechte Idee. Okay, ich danke dir vielmals für das Gespräch. Das ist super. Ich finde es so cool, dass es einen rosen Rennfahrer gibt. Jetzt nur noch eins. Eins möchte ich noch wissen. Was sind deine Ziele? Was hast du das Gefühl, wo willst du herren als Rennfahrer? Oh, das ist schwierig. In der Schweiz Rennfahren ist immer noch so eine heikle Sache. Ich bin jetzt froh in Österreich, wo ich fahren kann, auch mit der Unterstützung, die ich habe. Es ist und bleibt ein Hobby für mich, weil als professioneller Rennfahrer bin ich schon zu alt, um ehrlich zu sagen. Und ich würde auch gerne noch ein bisschen das Hobby ein paar Jahre weitermachen. Vielleicht irgendwie mal meine Kinder reinbringen und Spass haben. Also wäre das nicht einmal so wie der Marcel Fessler, mal 24 Stunden Le Mans, wäre das, sagen wir so, als Traum sicher mal lässig? Ja, auf jeden Fall. Also Le Mans ist ein grosses Rennen. Was mich dort eher fasziniert, ist dann die Bergrennen selber. Rennen ist Rennen. Also ich fahre auch gerne so Rallye-Etappen und so. Es ist einfach vier Räder und Gas geben. Also man merkt wirklich, da ist Benzin im Blut. Wirklich super. Ich danke dir vielmals, dass wir das anschauen durften, dieses schöne Auto, aber auch das Demonstrationsgerät. Also, wir wünschen dir viel Erfolg für die Zukunft, dass du möglichst viele Rennen gewinnst. Und wir hoffen auch, dass du nächstes Jahr bei Rosa Classica 1, 2 oder vielleicht auch 3 Demo-Live kannst machen, dass wir einmal die auch eben auf der Strecke sind. Also, danke vielmals fürs Gespräch und bis hoffentlich nächstes Jahr. Danke vielmals. Ciao.